Hallo zusammen, heute möchte ich mit euch Apfelstrudel machen. Ein Apfelstrudel ist ja ein traditionelles Gericht aus dem Süddeutschen oder aus Österreich, teilweise eben auch aus Südtirol. Woraus besteht ein Apfelstrudel? Ein Apfelstrudel besteht erstmal aus einem Teig, für den ich Mehl brauche, Öl, Eier, Wasser. Daraus wird ein sehr elastischer Teig gemacht, der nachher sehr dünn ausgerollt bzw. eigentlich ausgezogen wird. Und darin kommt die Füllung. Die Füllung bei einem Apfelstrudel logischerweise Äpfel. Man nimmt gerne säuerliche Äpfel. Ich nehme gerne die Elsteräpfel, weil die auch noch ein bisschen mehr Biss haben am Ende des Backvorgangs. Alternativ kann man noch Rosinen und Mandeln mit reingeben. Die Rosinen werde ich vorher einweichen. Das kann man im Wasser machen oder auch im Rum. Zucker, um die ganze Sache noch ein bisschen nachzuschmecken. Und Paniermehl, wofür wir das brauchen, erkläre ich euch nachher. Dann kann die ganze Geschichte natürlich noch mit Zimt und diversen anderen Gewürzen abgeschmeckt werden. Ich werde euch den Teig herstellen. Ich habe ja eben schon mal gesagt, der besteht aus Mehl. Ich habe hier schon mal Mehl abgewogen. Das Rezept dazu findet ihr bei uns auf der Homepage, aber auch in eurem Fachbuch. Was kommt dazu? Lauwarmes Wasser einer definierten Menge. Ein Ei. Öl. Jetzt kommt noch die Prise Salz dazu. Nicht zu viel, der Teig soll ja nicht übermäßig salzig schmecken. Vermengt werden, verknetet werden kann der Teig einmal natürlich mit der Hand und mit einer Küchenmaschine. Wir haben aber hier eine sehr kleine Menge. Ich nehme mir da mal so ein kleines Hilfsmittel aus dem Hausfrauenbereich und verrühre den Teig. Jetzt erstmal mit der Gabel, damit die flüssigen Bestandteile schon mal die Möglichkeit haben, sich mit dem Mehl zu verbinden. Ich habe jetzt die Zutaten grob miteinander vermengt, das kann man ja hier sehen. Ich hole mir den Teig jetzt hier raus und fange jetzt an, den Teig ordentlich durchzukneten. Man sieht hier, dass das Mehl aufnimmt, der Teig. Das heißt, der ist noch ordentlich feucht. Und ich werde sicher noch ein bisschen Mehl unterarbeiten müssen. Ist aber kein Problem. Der Teig darf gerne ordentlich durchgeknetet werden, sodass wir wirklich am Ende einen richtig schönen homogenen Teig haben, der auch eine hohe Elastizität hat. Der Teig ist jetzt fertig, hat eine wunderschöne homogene Struktur, ist immer noch schön weich, das soll er auch sein. Muss sich jetzt entspannen, das heißt, ich stelle ihn an einen warmen Ort, eingeschlagen in eine Klarsichtfolie. Die Folie soll verhindern, dass er austrocknet. In der heutigen Zeit kann man natürlich auch gerne ein geschlossenes Gefäß nehmen, wo eben keine Luft. Die Äpfel werden jetzt geschält, dann das Kerngehäuse entfernt und dann werde ich die Äpfel in Scheiben schneiden. Wie das aussieht, zeige ich. Ich verzichte in diesem Falle darauf, die Äpfel mit Zitrone zu beträufeln, weil ich der Meinung bin, dass das zu stark durchschmeckt. Wenn ich unmittelbar in der Zeit, in der der Teig ruht, die Äpfel schäle und schneide, habe ich eigentlich eine große Chance, dass die nicht zu braun werden und der Apfelstrudel da irgendwie drunter leidet. Im Gegenteil, so behalte ich den Eigengeschmack der Äpfel bei. Die Äpfel sind geschält und können jetzt geviertelt werden und dann kann ich entsprechend das Kerngehäuse rausschneiden
Die Äpfel können jetzt geschnitten werden. Je nach Größe des Apfels kann ich auch noch mal hingehen und mir den hier durchschneiden. Und dann werden die einfach runtergeschnitten. Die Äpfel habe ich jetzt geschnitten und werde die jetzt mit dem Rest der Füllung verbinden. Das heißt, die Rosinen kommen dazu, die Mandeln kommen dazu. Die Mandeln habe ich vorher kurz im Ofen geröstet. Das gibt nochmal ein bisschen Zusatzgeschmack. Ich habe Zucker mit Zimt gemischt. Das Paniermehl kommt nachher dazu. Kann man auch jetzt dazu machen, aber ich werde es nachher über den Teig streuen. Zimtzucker, Rosinen. Und die gerösteten Mandeln. Das vermische ich alles. Schon ist die Füllung für den Strudel fertig. Die Füllung ist jetzt fertig. Der Teig konnte auch ruhen, eine halbe Stunde im Warmen, wie ich gesagt habe. Der wird in der Folie natürlich wieder ein bisschen weicher, sodass er hier den Anschein hat, als wäre er zu weich und würde ein bisschen kleben. Deswegen kann ich an der Stelle noch mal ein ganz klein bisschen Mehl dazu geben. Und den raus. Ich werde den jetzt aber nicht durchkneten, weil dann bin ich ja wieder am Anfang und muss den erneut ruhen lassen. Deswegen ist jetzt das Ziel, zwar ein bisschen Mehl einzuarbeiten, damit er nicht klebt, aber letztendlich geht es ja jetzt darum, den Teig in die Länge zu ziehen. Und wenn man ich habe mir hier ein Geschirrtuch drunter gelegt, das ich leicht bemehlt habe, damit der Teig nicht klebt. Und der Teig wird jetzt mit dem Handrücken ausgezogen. Zwischendurch kann man auch die Fingerspitzen einmal zur Hilfe nehmen. Das heißt, ich kann runtergehen, mit dem Handrücken ziehen, dann lege ich den Teig wieder aus. Wichtig ist darauf zu achten, dass er nicht an einer Stelle besonders dick ist. Die Ränder, die haben oft diesen Teigaufwurf, also diese etwas dickere Teigschicht, die muss ich auch versuchen nach außen zu ziehen. Wenn man jetzt guckt oder wenn ihr mal schaut, könnt ihr sehen, hier sind schon einzelne Bereiche, wo ich auf das Geschirrtuch unten runter gucken kann. Dünner sollte auf keinen Fall sein, sonst habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er reißt. Ich werde ihn jetzt noch etwas gerade in den Randbereichen nach außen ziehen. Ich habe den Teig jetzt ausgezogen, einigermaßen rechteckig. Auch bei mir ist schon mal ein Loch hier oder da drin. Wird für den Strudel nachher nicht ganz kriegsentscheidend sein. So funktioniert das. Ich habe Butter geschmolzen. Die gebe ich hier drauf. Die Butter ist natürlich Geschmacksgeber und auch Bräunungsgeber. Zwar mehr für den Außenbereich, weil hier befinden wir uns ja im Inneren. Draufträufeln, dann den Pinsel verteilen, dass wir möglichst alle Flächen mit der Butter bestrichen haben, ohne dass wir den Teig zu sehr zerstören. Jetzt kommt das Paniermehl drauf. Das Paniermehl hat einfacher. Das Paniermehl hat die Funktion, einmal den Saft, den Fruchtsaft quasi von den Äpfeln zu binden und wird natürlich dadurch, dass es im Außenbereich ist, auch nochmal so ein bisschen knusprig werden. Jetzt nehme ich die Äpfel, gebe die erstmal so in den mittleren Bereich rein. Ihr seht an der Stelle, die sind also jetzt nicht wahnsinnig braun geworden. Das heißt, auch ohne Zitrone lässt sich hier gut arbeiten. Ich verteile die einigermaßen. Jetzt habe ich fast ein paar Äpfel zu wenig für den gesamten Teig.
ist aber nicht ganz so schlimm, so kann ich ihn leichter einrollen. Wichtig ist nur, dass wir nicht zu viel Teig auf das Geschirr tun zum Einsatz. Das hat nämlich zwei Funktionen. Einmal das Unterstützen des Einrollens und danach eben der Transport aufs Blech, damit der Strudel in den Ofen kann. Das Einrollen passiert mit ein bisschen Druck, nicht zu viel. Es soll also jetzt nicht so locker sein, dass er direkt wieder auseinanderfällt, aber eben auch nicht so fest, dass ich die ganzen Teigschichten wieder kaputt mache. Letztendlich wird der Teig wie eine Schnecke eingerollt. Der Strudel muss jetzt noch rüber transportiert werden. Was ich hier habe, das sind die Schlüsse vom Teig. Ich drehe den in der Regel einmal ein. Man hätte das auch nach innen verarbeiten können, dann hast du aber eben genau die Teigmenge wieder innen liegen und das kann unangenehm sein, gerade im Bereich der Anschnittung. Deswegen mache ich den hier zu. Und jetzt kommt eben nochmal dieser Transportmechanismus zum Tragen. Das heißt, ich kann den Strudel nehmen und zu einem Blech bzw. dann letztendlich zum Ofen tragen. Der Teig wird jetzt, bzw. der fertige Apfelstrudel, wird jetzt hier zum Blech gebracht. Auf dem Blech liegt Backpapier, dass er nicht anbacken kann. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich den so drehe, dass er möglichst nicht mit dem offenen Schluss, das heißt mit dem Teigende nach oben liegt, sondern es wird sich dann auflösen. Das muss ich an der Stelle auf jeden Fall verhindern, wenn ich den drehen möchte. Das kann ich machen, indem ich den schon mal so weit drehe, dass der eben mit diesem Teigende oben liegt und dann drehe ich. So, jetzt habe ich hier das Teigende. Wenn ich den jetzt einmal rumdrehe, dann habe ich das Teigende unten liegen. Ich kann den hier ablegen. Und dann habe ich schon mal ein Produkt, was aussieht wie ein Apfel. Zum Schluss wird der Teig noch einmal mit Butter geträufelt bzw. eingepinselt. Einmal für den Geschmack und dann natürlich, um noch mal ein bisschen Farbe zu bekommen. Auch hierbei möglichst wenig den Teig zerstören, denn jedes Loch vergrößert sich beim Backen, weil er noch mal so ein ganz klein bisschen nach außen treibt. Und es wäre schade, wenn wir das jetzt zum Schluss noch mal kaputt machen würden. Ich gebe den jetzt bei 200 Grad aufwärts in den Ofen, hier habe ich 210 Grad. Wenn der zu niedrig gebacken wird, ist das nicht schön, dann läuft er einfach nur aus. Der bleibt jetzt so lange drin, bis die Äpfel eben anfangen weich zu werden und Saft abgeben. Das dauert circa eine halbe Stunde. So sieht er jetzt schon sehr schön aus. Ich lasse ihn aber noch einen ganz kleinen Augenblick drin, damit der Saft noch mal mehr austreten kann, beziehungsweise die Äpfel ein ganz klein bisschen mehr verkochen. Ich habe den Apfelstrudel jetzt rausgenommen. Hier hat sich schon ein bisschen Saft gebildet, das heißt die Äpfel sind schon gar und haben Zellwasser abgegeben. Der Strudel sieht grundsätzlich gut aus, hat eine schöne braune Farbe. An ein, zwei Stellen ist er offen, das passiert einfach. Wenn wir den nachher in Portionen schneiden, wird das gar nicht mehr so auffallen. Wir lassen den jetzt abkühlen, dann sackt der immer noch ein Stück ein. Dann schneiden wir ihn und können ihn mit Puderzucker servieren. Dazu würde natürlich wunderbar Vanillesoße oder auch ein Vanilleeis passen. Der Apfelstrudel ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Ihr seht, der ist ein kleines Stück eingesackt, sieht aber immer noch aus wie ein Apfelstrudel. Ich werde jetzt mal ein Stück rausschneiden. Hierfür bietet sich auf jeden Fall ein Sägemesser an, weil man dann einfach schöner durch die Schichten kommt und wie das schon so schön heißt, Sägemesser eben auch mit sägenden Bewegungen. Ich kann den Apfelstrudel jetzt nehmen, hier hinlegen. Wenn wir uns den von der Seite angucken, hat er eine ganz schöne Struktur. Der Apfel ist noch erkennbar, damit man das ein bisschen beim Anrichten ein bisschen schöner hat. Ich habe euch den Apfelstrudel jetzt hier nochmal mitgebracht und wollte euch das nochmal zeigen. Die Äpfel sind noch in der Struktur erkennbar, Rosinen auch, von oben schön aufgeblättert. Mit ein bisschen Puderzucker, ein ganz schönes Produkt, was man auch gut an